So, hallo Leute, ja, heute in dem Video geht es um Jagdhunde zweiter Klasse. Und zwar, hier sieht man schon, Heideterrier und andere Gebrauchsmischungen. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich habe mich eigentlich mit dem Thema sehr, sehr lange noch zurückgehalten. Bin jetzt aber ja so weit, beziehungsweise auf gut Deutsch gesagt, ist mir das jetzt wurscht. Ich werde mich jetzt da vielleicht auch mal zu äußern. Und zwar ist es so, dass der wie heißt er? Jagdgebrauchshunde JGHV Deutschland praktisch Richtern verbietet, neben einem anderen Jagdhund, sage ich jetzt mal, diesen Heideterrier, ne, zu züchten oder überhaupt, ich sage jetzt mal, nicht zugelassene Jagdhunde. Also die praktisch von, ja, das ist schwierig jetzt, weil sie natürlich begeistert sind. Praktisch. Ja. Also das heißt praktisch, dass dieser Richter, wenn er dann auch Heideterrier züchtet oder ich weiß vielleicht auch sogar nutzt, dass er dann also, komm mal ein bisschen zu dem runter, dass er dann also praktisch sein Amt, aus jetzt, sein Amt niederlegen muss. Jetzt ist Schluss. Ja, Kuschelstunde. So. Ich jage sehr, sehr gern mit meinen Heideterriern und für mich sind es auch super Jagdhunde und auch Familienhunde und die sind auch nett, wie man jetzt hier so sieht. Trotzdem habe ich persönlich das Problem, dass ich praktisch zu keinen Prüfungen gehen darf. Ich müsste in irgendwelche komische Vereine eintreten. Jetzt ist Schluss! Aus! Und da praktisch dann meine, ja, um einen brauchbaren Hund zu haben. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, ich habe einen Jagdkollegen, der ist selber Prüfer. Ich darf aber, werde den Namen nicht nennen, um ihn da praktisch zu schützen bei der ganzen Sache. Und der hat mir also schon auch einige Male bestätigt, dass meine Hunde also zig Prüfungen geschafft hätten. Da fangen wir jetzt einfach mal irgendwo an. Was gibt es da alles so? Schwarzwild, Leistungsabzeichen, Nachweis. Ist klar bei den Hunden, also da braucht man nicht reden. Die sind alle spurlaut, standlaut. Das wären also alles Prüfungen, wo ich definitiv absolut im oberen Drittel dabei wäre. Stöberprüfung im Jagdbetrieb, Stöberprüfung an sich, also da braucht man überhaupt nicht reden. Schussfestigkeit, Waldsuche, alles dabei. Also da wäre ich, ohne arrogant zu wirken, definitiv ganz, ganz oben mit dabei, beziehungsweise unter den ersten. Genau. Kann ich aber nicht mitmachen, weil meine Heideterrier nicht, kein anerkannter Jagdhund sind. Das ganz Lustige ist hier Definition Jagdhund und Zulassung zur Prüfung. Das ist also am 1.9.2018 erstellt worden, das Schriftstück. Von einer, wo haben wir sie, Dr. Christiane Jehle. Jägerprüfung Jagdhundewesen Wildkrankheiten. So. Und da war, genau, da müssen die JGV teilnehmen, bla bla bla, FCI und so weiter. Vorsteher Portier, bla bla bla. Hier. Nicht zur Brauchbarkeitsprüfung zugelassen. Auch nicht über die Ausnahmeregelung. Aha. Sind nicht anerkannte Hunde ohne jagdliche Arbeitsprüfung bzw. deren Kreuzung. Also es kommt der Rhodesien-Ritschek, Pudel, naja gut, okay, Podenco, Erdelterrier, Heideterrier, Schäferhund, Dalmatiner, afghanischer Windhund, tschechoslowakischer Wolfshund und so weiter. Blablabla. Nach der Regelung waren sogenannte Heideterrier also noch gar nie zu einer Brauchbarkeit zugelassen, eine Kreuzung zwischen Jagdterrier und Erdelterrier, das ist definitiv kein Jagdhund. Also diese Hunde, die hier um mich rumstehen, sind definitiv keine Jagdhunde. Das sagt also diese Frau Christiane Jehle. Die kennt sich also aus, die weiß Bescheid und die weiß auch, dass meine Hunde keine Jagdhunde sind und auch nicht gut jagen.
und deshalb dürfen sie keine Prüfungen machen und auch nicht bei Bewegungsjagden teilnehmen und sind auch nicht über die Jagdhunde-Unfallversicherung abgedeckt. Das ist also auch Bullshit, weil da kann man sich selber versichern. Und das ist also schon ja, äußerst peinlich. Aber die gute Frau wird schon wissen. So, dann haben wir hier diesen Karl Walch, der sagt mir auch nichts. Und was ich ganz, ganz toll ausfinde, Stöbern hat nichts mit einer jagdlichen Gangbang-Party zu tun, bei der die Hunde unkontrolliert in den Hecken, in die Hecken geschickt werden. Nein, ist das ein ehrliches Handwerk. Mit diesen Worten wies der Präsident auf das stattfindende Seminar der Stöberjagd zu. Also da denke ich mal, aha, wenn man eine Drückjagd mit einer Gangbang-Party vergleicht, okay, lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Jetzt kommt's. Verbandsrichter sollen aus ihrem Amt ausgeschlossen werden, wenn sie an seiner Zuchtstätte oder dessen Wohnsitz Hunde gezüchtet werden, die keiner anerkannten Rasse angehören. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach der Heideterrier erwähnt. Also das heißt praktisch, der darf dann sein Amt niederlegen, wenn er es wagt, diese Hunde jagdlich zu züchten oder einzusetzen. Das Gute ist jetzt, ich bin zwar Züchter und ich züchte Rauherdackel und ich fahre auch persönlich mit vielen Sachen überein, die praktisch ja, für die Zucht wichtig sind. Das heißt, der Genunterschied sollte möglichst groß sein und so lauter solche Sachen. Also das ist mir auch schon absolut wichtig und da achte ich also drauf. Ich bin für meinen Dackelrüden extra ja, einmal durch halb Deutschland gefahren, damit ich also da genetisch was anderes kriege. Und Züchte und auch viele Sachen sind da absolut wichtig, dass man da schaut. Bloß jetzt da Jagdhunde zweiter Klasse, wie jetzt der Heideterrier oder andere, ja, ich sage jetzt mal Gebrauchszüchtungen, da praktisch mit aller Gewalt versuchen vom Markt zu trennen. Ich finde es immer persönlich immer nur lustig, wenn ich auf irgendwelchen Drückjagden bin, wo es mal richtig zur Sache geht. Also ich sage jetzt mal, Sauen richtig da sind, also wo es wirklich bitter ernst und richtig hart ist. Ich sehe da nie diese ganzen Elite, Premium, Super Jagdhunde mit 20 Seiten Auszeichnung, die sehe ich da komischerweise nie, die sind nie dabei. Und das ist wie soll man das jetzt erklären, diese Prüfungsgeilheit und klar, der Hund ist dann, keine Ahnung, 10.000 Euro wert und dann wird er nicht mehr eingesetzt, ist aber ein Deckrüde. Das sind alles so Sachen. Ich kann da einfach mal ein paar Geschichten erzählen. Ich bin jemand, der gern auf Prüfungen geht, gerne solche Sachen mal anschaut, gern auch andere Hunde anschaut, wie die arbeiten. Also man hat ja immer seine Favoriten, das ist jetzt bei mir halt definitiv der Heide und der Dackel. Aber da hat ja jeder sowas anderes und ich schaue mir also auch, definitiv ganz, ganz gern auch andere Hunderassen an, wie die arbeiten. Aber da sind solche Sachen, was ich jetzt auch zum Beispiel mal ganz lustig finde, da kann ich mal selber was zu sagen. Ich war mal auf einer Drückjagd, da hat man schon gemerkt, da war einer dabei, der hatte, ich möchte jetzt auch wieder keine Rasse nennen, ich glaube es war irgendwie Drahthaar oder Deutsch Kurzhaar, also etwas Größeres, ist ja wurscht. Der hatte also vor der Drückjagd schon seinen Hund und der hat, 95 Prüfungen. Und unter diesen Prüfungen war unter anderem auch der Todverbeller dabei. So, jetzt geht der gute Mann her, lässt diesen Hund vom Strick, vom Stand und der jagt super. So, das Problem war bloß, dass ich sag jetzt mal, da ist die erste Sau gelegen. Der Hund hat die einwandfrei gefunden, also richtig sauber gearbeitet. Und dann stellt sich der Hund hin und verbellt 2,5 Stunden lang dieses tote Schwein. Was meint ihr, wie einem das auf den Keks gibt? Ich glaube, wir waren in dem Trieb 4 Hundeführer, die zu dem Scheißköter hingerannt sind und nur gehört haben, weil wir davon ausgegangen sind, dass der Standlaut gibt, dass der was gestellt hat. Und dabei war es ein Todverbeller. Da muss ich mir doch an den Kopf fassen, wenn ich einen Todverbeller bei einer Drückjagd vom Strick lasse. Also da fehlt es himmelweit. Bloß der hat natürlich zig Prüfungen. Bloß woher soll der Hund wissen, dass er jetzt bei der Drückjagd den
die Sau nicht stundenlang verbellen soll. Das ist hirnrissig. Der Hund hat also effektiv genau 15 bis 10 Minuten gearbeitet, hat das Stück gefunden und hat das dann 2,5 Stunden verbellt und ist allen auf den Keks gegangen. Ganz einfach. So, also wenn ich muss mich auch immer entscheiden mit meinen Hunden. Entweder ich mache einen Nachsuche, ich mache einen Stöberer oder dies oder das, aber ich kann von einem Hund, was er alles da, keine Ahnung, 40 Dinger gelernt hat, kann ich nicht dann sagen, der Hund hat ja vom Prinzip da nichts falsch gemacht mit dem Totverbellen. Bloß der hat ja 2,5 Stunden das tote Schwein angebellt und das ist bei einer Drückjagd vollkommen schwachsinnig. Dann noch ein Highlight, was ich persönlich erzählen muss. Ich war mal auf einer Prüfung in Bayern irgendwo, Jagdterrier. Da war ein super toller Jagdterrier-Rüde. Klasse, man hat gesehen, der hat gearbeitet, der hat Narben im Gesicht, der junge Kerl hat den gehabt. Der wollte den als Züchtrüden nehmen. Alles perfekt am Fuchs. Also wirklich makellos hat der Hund gearbeitet. So, dann ging's los. Haben sie angeschaut, hatte der ein Stück vom Zahn weg. Kruzifix, der Hund arbeitet. Da kann da sein, dass ein Stückchen vom Zahn fehlt. Sag mal, auch abgebrochen. Tierarztgutachten, bla bla bla. Und was war? Zuchtuntauglich. Vollkommen schwachsinnig. Dieser Hund mit der Veranlagung, wenn man da gezüchtet hätte, das wären gute Hunde gewesen. Aber nee, der hat ein Stück vom Zahn rausgebissen. Das sind alles so Dinger, das ist typisch deutsch, aber ist einfach, ja, so macht man sich praktisch, ja, das Ganze selbst kaputt. Also dieser Prüfungsschwachsinn. Ich habe auch mal einen Hund erlebt, auch auf einer Prüfung, sage ich jetzt auch wieder nicht, welche Rasse. Da war eine Frau, die hatte drei Seiten mit lauter Auszeichnungen. Und was war? Der Hund war weitlaut. Der hat die ganze Zeit sinnlos gekläfft, das hat er auch nicht bestanden. Die ist dann, hat dann umeinander geheult. Und ich bin mir auch sicher, dass dieser Hund jagdlich nie eingesetzt worden ist, aber zig Prüfungen gemacht. Also ich sage immer, man muss immer wirklich schauen, ob die Prüfungen, die mittlerweile verlangt werden oder gemacht werden, ob die überhaupt noch was mit der Jagd zu tun haben. Und ich finde wirklich am tollsten, wenn diese ganzen Leute, die ganzen Vorsitzenden, teilweise Richter oder sonstige, mit ihren Elite-Premium-Hunden mit 25.000 Auszeichnungen und dies und dies und dies und dies. Das Komische ist, ich sehe die nirgendwo auf der Yacht. Entweder tauchen sie als Schütze auf oder der Hund kann nicht. Das sind dann immer die blöden Ausreden. Und ich finde das einfach nur schwachsinnig und dumm. Und jetzt ist gut. Und einfach nur noch mittlerweile peinlich, was die deutschen Jagdhundeverbände da abliefern. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wahrscheinlich ist es einfach die blanke Angst. Auch nochmal ein schönes Beispiel. Ich kenne einen Typ, der macht nur Nachsuchen. Also ein richtiger Nachsuchenspezialist. Und der hat immer BGS. Immer BGS, immer BGS, BGS. So, dann sehe ich ihn letztes Mal, sage, du, das ist aber kein reinrassiger BGS. Aus jetzt! Ist aber kein reinrassiger BGS. Sagt er zu mir, nee. Dann sage ich ja, warum? Ja, der hatte praktisch eine Mischung, das war bayerischer Gebirgsschweißhund und hannoveranischer Schweißhund. Ja, alter Schum. Und sage ich ja, warum hast du denn, du bist doch immer, warst du im Verein dabei und dies und das und so weiter, hat er zu mir gesagt, du Lasse, hat er gesagt, weißt was, ich mache jetzt das Ganze 15 Jahre. Jetzt ist gut, aus. 15 Jahre mache ich das Ganze jetzt, nur Nachsuche. Und ich habe in der Zeit 4 Hunde gehabt. Dann sage ich, wie 4 Hunde? Sagt er, du, die fallen alle mit 7-8 Jahren tot um. Und jetzt hat er sich, aus, Argo ab, Argo ab. Und jetzt hat er sich praktisch diese Mischung geholt, ist dann auch noch aus dem Club rausgeworfen worden und war da so ein Scheiß. Und ganz einfach aus dem Grund, weil er gesagt hat, ich möchte vielleicht mal erleben, dass der Hund 10, 12 Jahre alt wird. Also da auch einfach mal überlegen.
Weil ich sag mal, der ist top eingearbeitet und dann fällt er mit 5-6 tot um. Scheiße. Einfach mal, ja, nachdenken über das alles, was ich so gesagt habe. Ja, das war jetzt eigentlich mal so mein persönliches Statement. Jagdhunde zweiter Klasse, Mischlinge. Und ich finde es einfach nur interessant, dass man die ganzen Elite-Jagdhunde auf der Jagd nicht sieht. Und das Rumgeeier der deutschen Jagdhundevereine und der Zuchtclubs und der Vereine. Ja, fehlen mir etwas die Worte. Vielleicht sollte da mal jeder ein bisschen drüber nachdenken. Und ihr könnt euch gerne mal meine anderen Drückjagdvideos oder Jagdvideos mal anschauen. Und da seht ihr ganz, ganz klar, wie unbrauchbar meine Heideterrier sind, meine Hunde, Menschen zweiter Klasse. Das war's. Vielen Dank, euer Waldläufer.